Hallo, mein lieber Steinbock, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Heute schauen wir uns die Karten an für die nächsten 6 Monate, also von Juli bis Dezember. Wir schauen uns, was dein Hauptthema ist, an und auch noch kurz, mit was du rechnen musst für diese Monate. Also wir schauen uns jeden einzelnen Monat an. Lieber Steinbock, das ist nur eine allgemeine Legung, also biege wirklich nichts zurecht und denk immer daran, jeder hat einen freien Willen. Verbeiße dich nicht in etwas, nimm das wirklich als Chance, auch als Reflexion, damit du auch etwas ändern kannst. So, schauen wir doch mal rein. Steinbock, bist du bereit? Hauptthema Juli. Steinbock, Hauptthema. Alte Ängste. Es dreht sich um Unsicherheiten im Juli und alte Ängste, die immer wieder aufflammen können. Also irgendetwas bedrückt dich hier im Juli. Sehr großes Thema, was haben wir noch hier? Ja, irgendetwas lässt dich ein bisschen schwanken, lieber Steinbock. 2 der Münzen. Du versuchst etwas auszubalancieren. Vielleicht Liebe, Beruf. Vielleicht ist es auch eine Entscheidung, die auf dich zukommt im Juli. Irgendetwas beunruhigt dich. Ängste, Unsicherheiten nehme ich ganz, ganz stark wahr hier im Juli. Und du versuchst auch deine Balance zu finden, deinen Ausgleich. Aber schauen wir mal weiter, Juli. Huch, uiuiui. Ja, aus der Schwerter. Du hast eine Wahrheit erfahren oder ein Gespräch wartet auf dich. Und diese Wahrheit und oder dieses Gespräch macht dir Angst oder lässt alte Gefühle wieder aufflammen. Also wirklich im Juli geht es wirklich um Gespräche, um Klartext. Falls du bei irgendetwas unsicher bist, im Juli hast du wirklich eine extrem gute Chance, die Wahrheit zu bekommen. Was auch immer das ist, schauen wir mal weiter. Juli Steinbock. Ja, Mittelweg, Temperance. Du suchst deinen persönlichen Mittelweg. Du bist extrem im Wanken im Juli, lieber Steinbock. Irgendetwas hat dich ein bisschen aus der Bahn geworfen, nehme ich wahr. Dein Gleichgewicht ist noch nicht ganz da, du suchst es noch. Kann auch sein, dass diese Gespräche auch mit Kompromissen zu tun haben, dass du Kompromisse eingehen musst. Vielleicht bei der Arbeit oder in deinem Liebesleben. Kann natürlich auch sein mit dir selber. Schauen wir mit den anderen Karten. Warum Ass der Schwerter? Steinbock, warum? Ass der Schwerter. Ja. Irgendetwas ist ins Stocken geraten. Stillstand, nehme ich wahr. Pause. Vielleicht hast du eine Person kennengelernt oder bist mit jemandem in der Beziehung und es ist alles auf Distanz gegangen. Irgendetwas ist hier, liegt hier dazwischen. Stillstand, Überlegungen, Ruhepausen, nehme ich wahr. Könnte auch ein Luftzeichen sein. Ja. Du willst einen Neuanfang und darum. Oder dein Gegenüber will einen Neuanfang. Also lieber Steinbock, nimm so, wie es passt. Ich nehme auch wahr, jemand möchte wirklich einen Neuanfang und dafür braucht es Kompromisse. Kann auch sein, dass du es mit einem Feuerzeichen zu tun hast. Also irgendwie Kompromisse, Balance, ganz großes Thema im Juli. Schauen wir mal weiter. Was ist im August? August, bitte. Ja. König der Stäbe und 7 der Schwert. Kelche, Entschuldigung. Nimm auch ganz stark wahr, jemand versucht sich vielleicht auch selbstständig zu machen im Online-Business, muss aber nicht. Und andere Personen werden ihre Möglichkeiten auslotsen, also auch in der Liebe, ihr werdet verschiedene Personen kennenlernen. Kann auch ein Feuerzeichen sein oder ihr werdet selber zum König der Stäbe, kann wirklich auch eine Selbstständigkeitskarte. Ich sehe auch, dass ihr vielleicht auch Bewerbungen schreibt und dass ihr
plötzlich die Möglichkeiten seht, was ihr mal gerne machen wollt. Oder dass ihr euch wirklich wieder ins Online-Dating wagt im August. Auch großes Thema, irgendetwas online nämlich war. Schauen wir mal. August Steinbock bitte. Ja, es geht um etwas Langfristiges. Der Hierophant, 10 der Stäbe und Königin der Schwerter. Entweder hast du es mit einem Luftzeichen oder mit einem Feuerzeichen zu tun. Und es geht darum, dass du endlich diesen Ballast loswerden kannst. Es ist noch ein Ballast hier mit irgendeiner Person. Du möchtest diesen Ballast endlich abwerfen. Du möchtest etwas Richtiges, etwas Loyales mit dem Hierophanten hier. Kann auch sein, dass einige von euch wirklich überlegen, vielleicht in eine Beziehung zu gehen oder zu heiraten. Aber hier, ich habe das Gefühl, du lotst ein bisschen deine Möglichkeiten aus. Du versuchst, einen Weg zu finden. Weil du willst das hier, der Hierophanten. Du musst aber zuerst unbedingt den Ballast loswerden. Der ist immer noch da vom Juli hier. Der ist noch nicht weg. Schauen wir mal genauer rein. Warum 10 der Stäbe? Ja, eine Entscheidung. Du bist zwiegespalten, du bist hin und her gerissen. Vielleicht bist du auch nicht sicher, ob du diese Person wirklich heiraten willst oder ob du mit dieser Person zusammen sein willst. Vielleicht möchtest du gerne noch etwas mehr herumschauen, vielleicht ob es etwas anderes gibt, besseres, blöd gesagt. Kann auch dein Gegenüber sein, der so denkt, lieber Steinbock, muss nicht unbedingt du sein. Muss natürlich auch nicht unbedingt eine Person sein, kann auch natürlich die Arbeit betreffen, dass du überlegst, will ich das noch? Gibt es nicht etwas Besseres? Und dass du hier eine neue Arbeitsstelle suchst, sehe ich auch. Aber es belastet dich, weil du bist so hin und her gerissen. Vielleicht hast du mehrere Sachen im Kopf. Schau mir mal der Hierophant. Warum der Hierophant? Ja. Schon wieder König der Stäbe. Jemand, der feurig ist, auch ungeduldig. Und ist dein Gegenüber ungeduldig und möchte das hier und du bist noch nicht bereit. Schauen wir mal die Königin der Schwerter. Ja, ich habe auch das Gefühl, hier ist extreme körperliche Lust hier. Also im August geht es ja, auch körperlich, heiß, zu und her sehe ich hier. Aber ich habe auch das Gefühl, dass bei vielen im August auch wie ein Neuanfang steht. Also ihr versucht einen Neuanfang, diesen Neuanfang, den ihr hier im Juli vielleicht auch anfängt, diesen Kompromiss, versucht ihr auch hier fortzuführen. Ist aber nicht ganz einfach, weil ihr seid eben der Ballast ist noch da, euer Kopf wird extrem voll sein. Aber ihr seid motiviert, ihr wollt das. Oder euer Gegenüber möchte das. Also es ist nicht so, dass es im Stillstand ist, überhaupt nicht. Es passiert etwas. Es ist einfach nicht so ganz einfach. Schauen wir mal, was September bringt. September bitte. Hauptthema September. Die Gerechtigkeit. Entweder kommt eine Wahrheit ans Licht. Man muss sich entscheiden. Eine Entscheidung, die auch eine gewisse Balance mit sich bringt. Könnte auch sein, dass einige von euch im September einen Gerichtstermin haben werdet oder dass ihr ein Gerichtsschreiben bekommt, nehme ich auch wahr. Also nehmt wirklich nur das, was passt, lieber Steinbock. Aber hier geht es wirklich um eine Entscheidung, die nachher Stabilität bringt, also Ausgleich bringt, sage ich mal, Balance. Schauen wir mal. September. Ja, könnte vielleicht... Ja. Konkurrenz und harte Arbeit wartet im September auf dich. Also wenn du beruflich etwas Neues machst oder auch in der Beziehung, kann es sein, dass es im September ein bisschen Reibereien gibt. Auch wenn du vors Gericht musst, kann wirklich sein,
Ah, dass ein bisschen belastend ist, dass man sich wirklich behaupten muss. Du musst wirklich schauen, dass du zu dir schaust und dass du deiner Meinung auch treu bleibst, lieber Steinbock. Aber du musst auch bereit sein, daran zu arbeiten. Und ich habe das Gefühl, du wirst auch entlohnt und du möchtest daran arbeiten. Es braucht einfach Zeit, bis du ernten kannst. Also hier ist etwas, diese Entscheidung gibt ein bisschen Reibereien, was auch immer das ist, könnte auch finanziell sein natürlich. Vielleicht beruflich gesehen. Schauen wir mal. Sieben der Stäbe, warum? Ja, du möchtest gerne auf dein Herz hören. Du möchtest das machen, was dich erfüllt oder deinem Ziel. Also deinen Seelenplan verfolgen, nehme ich wahr, aber du stößt da ein bisschen entweder an Konkurrenz, wenn es wirklich im beruflichen Bereich geht, oder auch in der Beziehung ein bisschen auf Gegenwehr. Also rechne wirklich damit, dass du extrem dich behaupten musst, dafür kämpfen musst. Du bekommst es nicht umsonst. Acht der Münzen. Ja. Aber es ist eine große Chance, also hier wartet Geld auf dich. Ich nehme hier wirklich Geld wahr im September. Aber du musst dafür kämpfen, hä? Und du bekommst es nicht sofort. Aber Chance für Geld, auch finanzielle Sicherheit und auch emotionale Stabilität. Große Chance ist hier. Auch wenn du Reibereien hattest mit deinem Partner, wenn du das überwindest, könnte hier wirklich Stabilität kommen. Schauen wir mal weiter. Oktober. Oktober-Hauptthema. Steinbock. Ja, Thema Lügen, Betrügereien, Hintergehen ist im Oktober. Ja, ich denke, könnte mit dem zusammenhängen, dass hier, dass es vielleicht um Geld geht oder eben auch in der Beziehung, dass da Lügen waren und dass du Angst hast, dass du betrogen wirst. Du hast Angst, dass man dich hintergeht. Dass man dir was wegnimmt. Im Oktober hast du eher Angst, dass man dir etwas wegnimmt. Könnte auch sein, lieber Steinbock, falls du wirklich ein Business aufmachst oder hier wirklich das Geld reinkommt oder eine Chance. Erzähle es niemandem. Überlege, ich muss so sagen, du darfst es schon erzählen, aber überlege ganz genau, wem du was erzählst. Weil hier ist irgendeine Person, die auch etwas vom Kuchen haben möchte. Also irgendjemand ist in deinem Umfeld, der vielleicht eifersüchtig ist, nämlich auch war für einige. Also Oktober, aufpassen, wirklich, was du da erzählst. Prahle nicht herum, unbedingt nicht herumprahlen, wenn du hier einen Erfolg hattest. Schauen wir mal weiter, Oktober. Kein Bock. Ja. Diese geben wir zurück. Fünfte Münzen. Das habe ich gesagt. Aufpassen. Werde nicht übermütig, was auch immer das ist. Und versuche auch ehrlich zu bleiben. Lüge nicht. Versprich nicht zu viel. Weil hier mit fünfter Münzen das Gefühl von Verlust. Du könntest auch Geld verlieren hier, wenn du übermütig wirst. Wirklich aufpassen. Oder eine Person könnte enttäuscht werden. Sehe ich auch hier. Also dreh es immer so, wie es passt, oder lieber Steinbock? Aber hier wirklich aufpassen. Hier ist etwas im Oktober. Ja. Bube der Kelche. Es kann wirklich sein, dass du ein Angebot bekommst oder jemand möchte mit dir zusammenarbeiten oder jemand tritt Neues einfach in dein Leben. Kann auch liebestechnisch sein. Ich würde einfach ein bisschen aufpassen, weil ich eben auch wahr, dass vielleicht jemand mehr nehmen will als geben. Also pass einfach auf. Der Bube der Kelch ist wirklich jemand, der emotional ist, könnte ein Wasserzeichen sein, muss aber nicht. Schau einfach jedes Angebot, jede Person genau an und verschwende nicht zu viel Geld und auch Emotionen. Wirklich geh, sei einfach nicht übermütig, so muss ich das sagen. Aber schauen wir noch ein bisschen genauer, warum fünfter Münzen. Ja, könnte ein Löwe sein, muss nicht.
Du musst wirklich aufpassen, dass du nicht zu, wie soll ich sagen, du darfst mutig sein, aber nicht übermütig, nehme ich wahr. Auch hier. Du könntest wirklich auch eine Nachricht bekommen im Oktober, die dir das eben überbringt. Also versuch schon im September ein bisschen ein Auge zu haben, was du wem erzählst. Schauen wir mal weiter. November, Hauptthema. Ja, der Gehängte. Du weißt nicht wohin. Im November kann es wirklich wie eine Art zu Stillstand kommen. Ich denke, es ist deswegen. Kann, muss aber nicht. Versuch wirklich diese Situation hier zu vermeiden. Dann denke ich, kannst du auch diese Schwerelosigkeit vermeiden. Dieses Nicht-Wissen, wohin, was soll ich tun, sehe ich hier ganz stark im November. So wie eine Blockade. Kann auch mit einem Wassermann sein, muss aber nicht. Oder dass du eben etwas noch heilen musst, etwas verarbeiten musst. Etwas liegt dir schwer im Magen im November. Ritter der Schwerter, was? Luftzeichen. Ja, eine Nachricht. Etwas kommt ganz schnell in Gange. Fängt hier, ich denke, fängt wirklich schon im September an. Jemand kommt, könnte auch jemand Neues sein. Ich habe zwar nicht unbedingt das Gefühl. Ich habe eher das Gefühl, dass eine Situation kommt, dass es schneller geht. Aber schauen wir mal mit diesen. Warum der Stern? Hoch, zu viel. Ja, ich denke, es sind Gespräche, die kommen. Ja, etwas wird beendet. Etwas wird beendet. Entweder wird diese Verbindung zu diesem Luftzeichen beendet, muss also eben nicht Teufel an die Wand malen, das ist nicht für alle natürlich, weil fünf der Münzen oder du fühlst dich richtig wie im Stich gelassen. Vielleicht auch emotional oder finanziell eben. Nichts wert, nehme ich wahr. Weil hier etwas zu schnell gemacht wurde, etwas Unüberlegtes, nehme ich wahr. Und dieses Unüberlegte hat dazu geführt, dass das beendet wurde. Irgendetwas wird beendet. Und das erschüttert dich ein bisschen, nämlich ganz stark wahr. Und du musst dich davon erholen, was auch immer hier passiert ist. Ich nehme wirklich auch Übermut wahr, entweder du oder dein Gegenüber. Einfach schauen, dass man ehrlich ist, ganz ehrlich. Also wirklich, schauen wir mal Dezember. Ja, Liebe, die Liebenden. Entweder findet ihr wieder zueinander oder du findest wieder zu dir selber, lieber Steinbock. Weil das ist auch eine Karte, auch für Entscheidung, aber eine positive Entscheidung, dass man sich endlich aus dem Herzen heraus entscheiden kann. Und dass man es gerne macht. Könnte auch Zwilling sein, muss aber nicht. Schauen wir weiter. Also Dezember kommt wieder ein Aufschwung, nehme ich wahr. Schön. November wird schwierig, denke ich. Schauen wir mal. Dezember. Ja. Aber im ersten Moment, Achter Schwerter, wirst du dich auch blockiert fühlen. Du hast Angst, alte Ängste, Zweifel kommen hoch. Aber weißt du was? Schicksal, Seelenweg, dein Schicksalsplan ist hier. Ich glaube, im Dezember weißt du auch, was du wirklich, wirklich willst. Nämlich ganz fest wahr. Könnte auch sein, dass du im Dezember deinen Seelenpartner triffst. Oder dass dir bewusst wird, dass es dein Seelenpartner ist. Einige werden wirklich auch ihre Berufung finden. Was für einen bestimmt ist, was einem glücklich macht. Aber ihr werdet doch noch euch etwas unsicher fühlen. Aber in eurem Innersten werdet ihr wissen, was ihr möchtet. Nämlich stark wahr. Schauen wir mal. Ich habe auch das Gefühl, dass ihr im Dezember wirklich
euch ernste Ziele setzt für 2023, dass ihr sagt, jetzt ist aus, ich möchte nur noch das. Schauen wir mal weiter. Huch. Ja, ihr ändert eure Richtung. Ihr verlässt das Alte und geht zu etwas Neuem. Etwas komplett Neues startet hier. Und diesmal richtig. Noch weiter. Ja, kann auch sein, dass ihr eine Familie gründet, dass jemand schwanger wird. Ich nehme auch ganz stark wahr, dass ihr wirklich erkennt, was wichtig ist im Leben und dass es auch Zeit braucht, das aufzubauen, dass man das nicht von heute auf morgen haben kann. Also eine schöne Energie im Dezember, wirklich. Ich habe auch das Gefühl, so eine verliebte Energie, nostalgische. Dezember wird ganz schön. Wirklich schön. November, Oktober wird ein bisschen turbulent. Aber hier kommt die positive Energie wieder. So, schauen wir mal mit den Romance-Karten, was der allgemeine, als allgemeiner Rat, was die allgemeine Energie zur Liebe, das nächste halbe Jahr. Steinbock bitte. Ja. Express your love. Zeig deine Gefühle. Rede. Du musst wirklich auch zeigen. Ganz wichtig, rede über deine Gefühle, über deine Ängste, über dein Empfinden, was du willst, lieber Steinbock. Ganz, ganz wichtig hier. Nehmen wir noch so eine Energie für die nächsten 6 Monate. Steinbock, bitte. Erzengel Raphael, bitte um Heilung und kehre zurück zu Harmonie, Gesundheit und Wohlbefinden. Du musst wirklich zu dir schauen, dass es dir gut geht, dass du auch in deine innere Balance kommst, nämlich ganz stark wahr. Nehmen wir noch diese hier. So. Steinbock, bitte. Nachher nehmen wir noch eine Tarotkarte für deinen Rat, was du acht geben sollst. Steinbock, bitte, nächste 6 Monate. Bleibe dir selber treu. Also verbiege dich für niemanden. Verstelle dich nicht. Bleib dir wirklich selber treu. Ganz, ganz, ganz wichtig. Du darfst dir selber treu sein. So, jetzt noch eine Tarotkarte. So. Der Rat der Karten. Auf was musst du Acht geben? Ja, sich nicht ungeduldig sein. König der Stäbe war es, habe ich gesehen. Ja, du musst mit Stärke, Selbstbewusstsein vorangehen, aber nicht mit Ungeduld. Doch noch mit Sanftmut. Also sachte, nicht grob und aggressiv. Ganz, ganz wichtig. Nehmen wir noch eine. Eine zweite. Ja, lass dein Herz heilen. Baue an deinem Fundament, lieber Steinbock. Nicht nur an deinem persönlichen, sondern auch an das, was du willst. Also wenn du in einer Beziehung bist, wirklich arbeite am Fundament. Sprich mit deiner Person. Und baut das zusammen auf. Oder auch wenn du ein Herzensprojekt im Kopf hast, Fundament nicht vergessen. Nicht beim Dach anfangen, Fundament. Und es braucht Zeit, das ist ganz, ganz normal. So, mein lieber Steinbock, ich hoffe, dir hat das Reading gefallen. Lass doch ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.